Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir wieder in der fränkischen Bierbotschaft vom Dieter Förster. Wie ihr wisst, in lockerer Reihenfolge machen wir immer was Größeres, was Saisonales. Und heute hast du dir natürlich wieder was Saisonales für uns ausgedacht. Genau, also es weihnachtet ja sehr, wie ihr gleich merken wird. Ich stell da mal ein paar Festbiere und Bockbiere vor. Und beginne einfach einmal. Das erste Bier, was ich vorstellen möchte, das ist von der Brauerei Mager, das Weihnachtsbier. Ist ein ganz tolles, harmonisches Weihnachtsbier. Das brilliert wirklich so mit einer tollen Harmonie zwischen Malzigkeit und Herbe. Also das schwingt auch so ein bisschen hin und her. Ich finde es genial gemacht. Tolle Bierspezialität aus dem Herzen der Fränkischen Schweiz. Könnt ihr euch drauf freuen. Dann das zweite, das wäre die Brauerei Meister, hat ja Kultstatus, die Brauerei Meister, zu Recht. Ist ja Urgestein der Szene, kann man so sagen. Auch in der Fränkischen Schweiz befindlich, deren Festbier. Das ist ein bernsteinfarbenes Festbier. Also die letzten Jahre und auch heuer bisher wirklich absolut beliebtes Festbier. Bernsteinfarben, malzig, wie man den Meister kennt. So grundmalzig, ohne dass es pappig ist, wirklich schön süffig und ein schönes, vollmundiges Festbier. Richtig klasse. Und wie du gesagt hast, Kultstatus, und da geht es ja gleich weiter. Da geht es gleich weiter in der Richtung. Die Brauerei Robbelt aus Stieber-Limbach. Viele kennen ja die Brauerei, wir sagen sie ja immer wieder vom Bierkeller her, da ist ja berühmt, und normalerweise gibt es ja das Bier eigentlich gar nicht im Handel, sondern nur ab Brauerei. Aber da gibt es. Und könnt euch echt drauf freuen, sein Festbier, das ist ein echter Saisonhighlight auch, ohne die anderen abzuwerten, weil das ist einfach reihenweise sind das klasse Biere. Ja, das ist ein schön feinwürziges Festbier mit einer schon spürbaren Herbe, schimmert schon durch. Das kommt beim Festbier auch nicht so durch, dass da so eine schöne, deutliche Herbe so mitschwingt. Könnt ihr euch echt drauf freuen. Echte Rarität und ganz toller Genuss. Ja, dann haben wir die Brauerei Wiethaler, deren Weihnachtsbier, Weihnachtsfestbier, das ist eine malzige Geschichte. Also so richtig grundmalzig, wie es eigentlich so auch die Art ist, von der Brauerei Wiethaler zu brauen. Aber auch das brilliert wirklich mit der tollen Harmonie. Schönes, sattes, dunkles Weihnachtsfestbier. Also richtig, da wird es auch geschmacklich richtig weihnachtlich schon. Und gar nicht zu reden von der Aufmachung. Aber die Aufmachung, die spiegelt eigentlich auch das Bier ein bisschen wider. Und die Aufmachung, so schaut das auch wirklich aus, das Häuschen. Da kann man auch, ist das Wirtshaus drin, ja. Da kann man dann auch wirklich mal einen Weihnachtsausflug hinmachen. Lohnt sich bestimmt. Und die sind jetzt eigentlich alle, Festbier ist Festbier, aber ja. So ist es ja bei weitem nicht mehr. Wir merken ja schon, das ist doch jedes anders. Ja, echt, also das ist ja, was viele Kunden und mich immer noch begeistert, ist diese wirklich geschmackliche Vielfalt. Ja. Weil früher hat man vielleicht gesagt, so ein bisschen in Erinnerung, ne, jetzt kaufe ich mal Festbier, einen Punkt irgendwie. Aber dass es so solche geschmacklichen Schattierungen hat, und dann ist es so bei den Kleinbrauereien, hat ja jedes so seinen eigenen Charakter. Also wenn ich jetzt ein malziges Festbier habe und eine zweite Brauerei ein malziges Festbier, trotzdem ist es ganz anders. Also jedes hat irgendwo seinen eigenen Charakter und das ist absolut faszinierend. Es geht auch von hell bis dunkel. Also es ist wirklich, Festbier ist jetzt nicht so der Sammelbegriff, das ist wirklich ganz was anderes. So in jeder Flasche was anderes. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Highlight von den Highlights. Das Hubendorfer Weihnachtsfestbier, das ist also für mich ein wahrer bieriger Traum, also ich kann es nicht anders sagen. Das ist bernsteinfarben, das hat so leicht fruchtig nussige Nuancen drin. Das ist genial gemacht. Also es sind schon irgendwo Künstler, das ist echt verrückt. Ganz tolles Weihnachtsfestbier, könnt ihr echt drauf freuen, und auch in der Bierbotschaft absolut an vorderster Front beliebtes Festbier. Dann fahren wir mal ein bisschen Geschütze auf. Jetzt kommen wir zu den Böcke. Jetzt ein bisschen mehr. Ja. Also zwei Böcke hätte ich uns vorzustellen, nämlich aus Hetzelsdorf. Das ist auch so Urgestein, ne, der Szene. Viele kennen ja das Hetzelsdorfer Vollbier, viele Wanderer und aber auch viele Biergenießer. Und
das ist ein malziger Bock. Also ohne, dass da was, dass es ein pappiges Bockbier ist früher. Wir haben es schon mal an anderer Stelle so erwähnt, war das des Öfteren so, dass da manches sehr pappig irgendwie war. Das kann man da überhaupt nicht sagen. Das ist ein schönes, kerniges, grundmalziger Wein, Weihnachtsbock. Also echt ein Highlight zu solchen feierlichen Anlässen, wie jetzt, was vor der Tür steht, natürlich prädestiniert, das auch an Heiligabend zu genießen. Da wird ja das Essen auch ein bisschen schwerer, dann genau. Kann man auch mal ein bisschen ein schwereres Bier, schwer. Genau. Ja, dann kommen wir zur Anführungsstrichen aber nur leichteren Fraktion, das heißt vom Alkoholgehalt ist es sogar stärker, was ich jetzt vorstelle. Jetzt haben wir wieder was Bierspezialität aus Huppendorf, den Katrainbock. Und es ist ein ganz besonderer Bock, außergewöhnlich, weil das nämlich ein heller, herber Bock ist. Also nicht übertrieben herb, aber ist natürlich schon deutliche Herbe. Das dürfen wir jetzt an der Stelle nicht wegreden und will ja auch nicht wegreden, weil viele schätzen das ja eben auch. Ne? Das ist ein schönes, helles und auch gefährlich süffiges, süffiger Weihnachtsbock ist. Oder Katrainbock nennen es den Bock ja. Also echt ein wunderbarer Bock, echt zum Genießen. Nicht verwechseln mit dem Weihnachtsbock, den normalen Bock, Weizenbock. Nein. Das ist ein anderer. Das genau. Klingt immer so ähnlich, ist aber ganz was anderes. Ja. Also wunderbar, heller Bock, echt ganz klasse Geschichte, in genießerischer Hinsicht. Und ja. Wie alle Brauer immer sagen, du musst immer Lust auf das Zweite kriegen, ja, weil dann braucht das Bier was. Weil wenn du nicht Lust auf das Zweite kriegst, könnt ihr alle bestätigen, dann ist das eigentlich alles nichts. Dann stimmt was nicht. Ja, da stimmt was nicht. Aber du hast ja noch was, jetzt ja, sind wir genau. In der Weihnachtszeit. Wir sind ja voll im Weihnachtstrubel, in Anführungsstrichen, drin. Also viele kennen ja mittlerweile schon das 4 im Bäckler, also nicht 3 im Bäckler, 4 im Bäckler. Und da habe ich jetzt aktuell die Weihnachts-Edition, wenn man so will, mit 4 wunderbaren Festbieren. Die Box kann man so kaufen. In Anführungsstrichen erfunden habe ich ja die 4 im Bäckler, weil ich von Kundinnen und Kunden angesprochen worden bin, welche halt meinen Gutschein mit 4 übergeben wollten. Und da kann man also wunderbar, falls Interesse, also die Box gibt es so auch zu kaufen, ist jetzt zum Nikolaus natürlich eine tolle Geschichte. Ja. Ne, ein schöner Stiefelersatz oder Ergänzung, noch besser. Und da passt also wunderbar der Gutschein mit rein und dann übergibt man das schön mit echt klasse Weihnachtsbieren, welche wir jetzt auch gerade schon vorgestellt haben, sind welche drunter. Und also wirklich schön zum Verschenken. Und wenn man das so lässt, ist auch eine Beschreibung dabei? Da ist eine Beschreibung dabei. Schöne Nikolaus-Mützler ist da mit dabei, so als Deko. Genau, Beschreibung ist ja so ein bisschen so das Markante hier in der Bierbotschaft, dass da in der Regel bei den Geschenkevarianten Bierbeschreibungen mit dabei sind. Aber wenn jetzt einer meint, er will jetzt da noch ein anderes sein, würde gehen, muss mal die Beschreibung raus tun. Das kriegt man schon hin. Und das ist ja ein Grundsatz in der Bierbotschaft, egal welche Geschenkevariante, man hat da komplett freie Auswahl von den Bieren her. Da gibt es keine Einschränkungen. Das ist halt von mir ein Vorschlag, wird gern angenommen, aber wenn jemand einfach will da Bockbier drin haben, ist das gar kein Problem, auch zum gleichen Preis dann. Überhaupt gar kein Thema. Und von mir als kleiner Tipp, ihr könnt euch darauf verlassen, die 4 könnt ihr schon so lassen, also das passt dann schon. Ja. Und dann, wie sagt man am Flughafen, letzter Aufruf mit dem Bier-Adventskalender. Also der Counter läuft, nächste Woche. Ne? Wir sind jetzt kurz vor dem ersten Advent. Ja. Dann kann man schon mal nochmal, man kann auch noch später einsteigen, wenn was da ist, aber ihr wisst, wir machen auch immer jeden Tag ein kleines Video dazu, also wird gesendet, wir haben es jetzt schon und dann ist das auch was Schönes. Ja, genau. Also die Adventskalender sind immer gleich bestückt und dementsprechend sind unsere Videosequenzen ja ausgelegt, aber ich sage einmal, da gilt aber auch, wenn jemand halt in den Bier-Adventskalendern das dafür soweit verraten, ich habe kein Rauchbier drin und kein Bockbier, aber wenn jemand das wünscht, tue ich das rein, überhaupt gar kein Thema. Langsam manche Varianten, optische Varianten werden eng, also die frechen Freunde in Anführungsstrichen, schaut es euch gerne in der Homepage an, das ist leider schon ausverkauft, diese Optik, aber die 5 anderen Optiken habe ich noch. Classic Sander könnte jetzt knapp werden, die vielleicht heute Samstag, aber normalerweise die weiteren 4 Varianten sind auf jeden Fall nächste Woche noch da. Ne, soweit. Also nur solange Vorrat reicht. Und natürlich muss man wieder, wir haben es schon oft genug gesagt, sind alle von dir persönlich bestückt. Ist jetzt keine, ich mag keine Industrie, das Wort nicht so, aber keine Industrieware. Also alles
Handarbeit von dir, deine also, Handarbeit. Da habe ich mir wirklich einen Kopf gemacht, welches Bier an welchem Tag. Also nee, das denke ich war schon letztes Jahr Begeisterung und für heuer habe ich mir wieder was einfallen lassen. Ein paar Wiederholungstäter sind drin, aber auch ganz neue Biere. Und manche werden da mit der Zunge schnalzen und ganz überrascht sein, welches Bier da drin ist. Und schwerste Raritäten. Ah, auch noch. Dann haben wir es. Ja. Dann wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Jetzt dann zum ersten Advent sind wir ja dann gleich. Und in diesem Sinne, von mir aus, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Schönen ersten Advent. Macht es gut. Tschüss.